Warum bin ich heute hier? Ich suche und brauche eine Luxuslimousine, Hamid. Eine Luxuslimousine? Richtig. Ich bin in Hamburg, in der schönsten Stadt Deutschlands. Und habe heute einen Termin mit Dennis. Dennis hat wohl einen mega Auftrag für mich. Und er ist ja sehr verrückt. Er hat schon verrückte Autos in seiner Garage. Und was er jetzt sucht, ich bin echt gespannt. Lass mal da hingehen. Moin Dennis, grüß dich. Grüß dich. Ne? Alles fit? Ja, und selber? Mensch, alles fit, alles fit. Sitzt wieder so gelassen, relaxed da, Alter. Das ist doch unglaublich. Ja. Mit welchem Auto bist du heute hier? Tatsächlich heute mit einem AMG GTR. Echt jetzt? Ja. Das ist unglaublich. Was hast du noch? Ein Lamborghini, ein SV, Roadster tatsächlich und ja. Hast du ein paar Bilder davon? Zeige ich dir gleich direkt. Das ist doch unglaublich. Geil. Krass, krass. Was machst du hauptberuflich? Tatsächlich vor 7 Jahren Tellerwäscher hauptberuflich und habe mich da ein bisschen zusammengerauft in der Branche. Krass. Mit mich aufgebaut und ja, und das strahle ich dann auch gerne aus. Ich meine, ich habe es mir selbst verdient und bin glücklich darüber. Mega Sache. Warum bin ich heute hier? Ich suche und brauche eine Luxuslimousine, Hamid. Eine Luxuslimousine? Richtig. Wie kommt es jetzt auf einmal von? Du, ich habe 2 Sportwagen, die relativ ja, Kraft mit sich bringen und relativ tief sind. Ja. Und jetzt brauche ich was Komfortables. Für längere Strecken? Längere Strecken, wo man auch gerne mal 3 Personen mitnehmen kann. Okay. Ne, sprich ein Viersitzer. Ja, stimmt, das hast du ja gar nicht. Also, wenn du jetzt Luxuslimousine sagst, Luxuslimousine fängt für mich an, es ist schon ein Audi S8, es ist ein BMW 7er Langversion. Aber komm mal ein bisschen, mach mir das mal ein bisschen kompakter. Wenn ich die beiden Autos mir anschaue, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass du ein Audi A8 suchst. Nee, tatsächlich nicht. Also es sind super tolle Autos, gar keine Frage, aber ja, ich möchte schon was Extravagantes haben, okay, was man nicht alltäglich auf der Straße sieht. Alles klar, das heißt Rolls-Royce? Rolls-Royce, Bentley tatsächlich, Bentley würde ich auch schon für extravagant sehen. Mhm. V8, V12? Das ist egal. Okay. Sonst irgendwas, maximal Kilometer Laufleistung? Maximal würde ich sagen 100.000 Kilometer. Ach so, okay. Desto weniger, desto besser. Ne? Ja klar, das ist logisch. Kommt natürlich gleich auf dein Budget an. Ne? Richtig, dazu kommen wir gleich. Komm, erzähl mal jetzt erstmal Budget. Komm, okay. Mach mal offene Karten jetzt. Budget wäre 110.000 Euro. Wow. Der ein oder andere wird denken, alter Schwede, für 110.000 Euro, wow, da kann ich mir so viele Sachen kaufen. Aber wenn ich mir deinen Wunsch hier anhöre, Luxuslimousine, Rolls-Royce, Bentley, V12 oder V8, egal. Jetzt verstehe ich auch diese maximal 100.000 Kilometer. Richtig. Das ist verdammt schwierig, ja, weil wir hier in einem Preissegment sind, wo auch so eine Luxuslimousine vielleicht hier und da mal eine kleine Macke hat. Mhm. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Das müssen wir ganz klar besprechen, dass ich da ein paar, ja, Abstriche haben, ja, muss. Okay? Damit ist einfach so. Ist einfach so. Okay, Budget 110. Gibt es mir ein bisschen Spielraum noch, so plus 10.000 Euro oder nicht mehr? Ich habe mir die Grenze von 110.000 gegeben. Und ja oder nein? Nein. 110.000 Euro maximal Budget. Ja. Ich habe mir jetzt alles aufgeschrieben. Ich mache mich jetzt auf die Suche. Ja. Wir bleiben in Kontakt. Lass dich mal überraschen. Ich freue mich. Vielen lieben Dank. Luxuslimousine, alter Schwede. Super. Danke dir, mein Lieber. Hamid, ich danke dir. Vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Machen wir. Lass dich überraschen. Okay. Ciao. Ciao. Das Gesamtpaket stellt sich sehr schwer dar. Wir wissen alle, dass so ein super Limousinenbereich und dann noch nichts von der Stange immer Geld kostet. 110.000 Euro ist verdammt viel Geld, gar keine Frage, ist extrem viel Geld. Aber diese Autos bewegen sich alle zwischen 180.000 und 250.000 Euro. Als Neuwagenpreis. Und wir sind jetzt in einem Zeitraum, wo die Gebrauchtwagenpreise extrem hoch sind. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Köln, zu Bentley Köln. Dort schaue ich mir ein Flying Spur an für rund 125.000 Euro. Das Auto sieht extrem schick aus, weil er außen und innen hell ist. Das würde gut zu Dennis passen. Jeder fragt sich ja immer, warum tust du das? Das sind 15.000 Euro über deinem Budget. Aber ich versuche immer, alles für meinen Kunden rauszuholen. Das ist mir das Wichtigste. Und ich möchte das nicht unversucht lassen, weil auch ein Bentley Flying Spur zurzeit nicht so einfach zu verkaufen ist. Gerade nicht in der Farbkombination.
Hi. Moin, grüß dich. Moin, grüß dich, servus. Ich bin der Jörg. Freut mich. Hi. Freut mich. Ich bin da wegen deinem Bentley. Ja, genau. Der Flying Spur W12. Wir stehen hier vor einem Bentley Flying Spur W12 mit 625 PS. Das Auto hat einen Neuwagenpreis gehabt von ca. 238.000 Euro. Und jetzt, 6 Jahre später, mit ca. 60.000 Kilometern, soll das Auto immer noch 124.900 Euro kosten. Mit 625 PS und einer Endgeschwindigkeit von weit über 300 Stundenkilometer ist es verdammt spannend. Es ist ein deutsches Auto? Es ist ein deutsches Auto, ist im deutschen Markt gebaut worden. Okay. Und, ja, also eine deutsche Ausführung ist immer, man fühlt sich immer wohler, aber im Endeffekt geht es immer darum, ist das eine europäische Ausführung. Das ist das A und O, weil dann hat das Auto die COC-Papiere und das Auto ist dann kein US-Import oder ein Asien-Import. Das heißt, alle Navigationsgeräte, die ja satellitengesteuert sind und Garantieprobleme, Gewährleistungsprobleme und so weiter, werden immer vom Hersteller schön abgedeckt und du hast gar keinen Stress. Hast du aber einen Bentley Flying Spur zum Beispiel aus den USA hierher gebracht, kann sein, dass deine Xenonlampen kein E-Prüfkennzeichen haben. Das heißt, da musst du neue Xenonlampen kaufen. Das ist extrem teuer. Dass dein Navigationsgerät hier nicht funktioniert und so weiter und so weiter. Und wenn dann irgendein Problem mit dem Fahrzeug ist, was eigentlich auf Kulanz gemacht werden könnte, dann wird Bentley sofort sagen, stopp, ist ein Reimportfahrzeug und zwar aus dem Drittland. Wir sind raus. Ihr habt keinerlei Ansprüche. So Service ist ja so jährlich bei dem, würde ich auch sagen, so 1200, 1500? Und damit kommst du nicht aus. Also du wirst wahrscheinlich bei 2.500 bis 3.000 Euro liegen, okay. Je nachdem, was dann noch anfällt. Okay. Du musst halt 2.500 bis 3.000 Euro für einen Service zahlen. Es ist viel Geld. Es ist verdammt viel Geld. Und wir reden hier über Luxusprobleme, gar keine Frage, bei allem Respekt. Aber trotzdem hast du hier ein Auto, was weit über 300 Stundenkilometer Endgeschwindigkeit hat. Das Auto hat 625 PS, das Auto hat eine 12-Zylinder-Maschine vorne. Das muss gepflegt werden und das kostet halt Geld. So, und dann ist immer ein Anzeichen, worauf ich immer achte bei so einem Auto. Ich brauche hier keinen Soundcheck, weil ein Sound bei Twin Turbo ist nicht so vorhanden. Genau, okay? Aber was wir hier immer achten müssen, wie ist auch hier meine Dämmmatte? Ja. Ist es gepflegt oder nicht? Oder ist es vielleicht ein bisschen feucht oder ist es ölig? Nein. Das ist immer dann ein Zeichen davon, dass das Auto irgendwo schwitzt. Und da ist, der ist ja nur gefühlt einen Millimeter über deinen Motor. Genau. Und wenn dein Motor schwitzt, ja, heißt es, dass dann das Ganze sich hier widerspiegelt und hier ist nichts. Ich setze mich mal hinten rein. Bitte sehr. Denn das ist auch geil. Das ist schon fast, ich würd mal sagen, das ist schon Rolls-Royce-Feeling hier. Ja, im Prinzip wird das Auto auch sehr, sehr häufig verwechselt mit einem Rolls-Royce. Ja. Und wenn du jetzt da diese Picknick-Table, du hast den Make-up-Spiegel da drin, du hast das Rear-Seat-Entertainment dabei, ja, du hast zwei Einzelsitze hinten, ja, das bedeutet, die sind elektrisch verstellbar, auch dort hast du die Massagefunktion. Ja. Das heißt, da kannst du dich nur wohlfühlen. Was kostet mein Brillenetui eigentlich? Um die 400 Euro. Genau, 400 Euro, ja, ein Brillenetui. Was ja dann sozusagen mit demselben Furnier. Mit demselben Furnier ist und so weiter. Und im Interieur auch annähernd dieses Linnen hat. Und vor allem innen so schön mit Leder verarbeitet. Das sind so Details, die ich persönlich richtig cool finde und irre schwer. Wenn ich darf, würde ich erstmal fahren, ja, um alles mal zu testen, weil das Auto ist ja schon 6 Jahre alt, das darf man nicht vergessen. Ja. Und dann würde ich gerne einmal Fahrerwechsel machen, dass du fährst und dass, ja, ich mich mal hinten reinsetze. Mir sind keine Fehler bekannt bei Bentley. Ich bin extrem viele Bentleys gefahren, selber auch, über längere Zeit auch. Aber ich werde trotzdem alles testen und ich werde einmal mich von Jörg fahren lassen und werde mich hinten reinsetzen und werde auch hinten alles probieren, weil ich möchte ein sauberes und schönes Auto an Dennis ausliefern. Das ist mein Ziel. Und da muss ich erstmal alles ausprobieren. Und dann geht's weiter. Es ist alles sehr gepflegt, komplett, meine Knöpfe und so weiter. Das Auto hat 60.000 Kilometer, das dürfen wir nicht vergessen. Und dann diese Verarbeitung, diese präzise, schöne Lederarbeit, ne, und dann mit Holz, das ist Luxus. Ich habe jetzt extra für dich die Lenkradheizung angemacht. Na, danke dir. Soll ich dir auch Massage noch mal anmachen? Ja, gerne. Ja? Weil ich würde gerne mal mit dir jetzt tauschen. Ich würde, ja, mich jetzt mal gerne hinten rechts reinsetzen. Ja, das ist auch ein richtig toller Sitz da hinten. Ja. Und die ganze andere Perspektive von dem Auto, die hast du dann einfach auch dann da. Genau. So.
Ja, in dem Bereich haben wir meistens Autos, die haben viele Funktionen. Massagesitze, Heckrollo, Scheibenrollo und so weiter und so weiter. Und wenn, das müssen wir alles prüfen, denn wenn da was nicht stimmt, kann es sofort im vierstelligen Bereich liegen. Und das müssen wir so weit es geht vermeiden. Und jetzt nehme ich mal hier schön, wie elegant das rauskommt. Genau, hast du selber rausgekriegt, ja? Das heißt ja, also, du drückst nur drauf und dann hast du dieses Touchpad in der Hand. Und dieses Touchpad ist dafür da, damit du ja einfach diese ganzen Sachen bedienen kannst nochmal. Du kannst auch von hinten meine Einheit hier vorne bedienen bezüglich auch der Raumtemperatur. Ach so, okay. Und ja, das kannst du einstellen. Das habe ich gerade hier. Perfekt. Ich kann sogar meinen Sitz über meine Fernbedienung einstellen. Ja. Weil ich kann ziemlich weit nach hinten. Es funktioniert auch. Ich kann hier einen Knopf drücken. Genau. Und dann kann ich meinen Vordersitz so einstellen, wie ich möchte. Das ist natürlich genial. So, und jetzt hätte ich so schön Platz. Das ist echt natürlich so. Jetzt könnte ich mich schön ausruhen. So, Jörg, einmal bitte nach Hamburg. Hamburg, sehr gerne. Das oh, mein Rollo muss hier auch noch hoch. Die Sonne stört mich. Das spielt alles eine ganz große Rolle, dass das funktioniert. Weil wir reden hier immer über extrem viel Geld, wenn es nicht funktioniert. Jörg ist ein Profi, aber ein Profi auch im positiven Sinne. Er weiß, was er hat, er weiß, was er verkauft. Die Verhandlung wird hart mit Jörg. Ach, jetzt wollte ich gerade rumkommen, jetzt wollte ich hier die Tür aufmachen. Jörg, das will ich nicht machen. Doch, nein. Also warum du nicht? Du bist so toll gefahren, also ehrlich, Bewerbung geht durch. Danke. Nein. Danke. So, zunächst erstmal vielen Dank, dass ich fahren durfte und dass ich auch alles testen durfte. Das ist echt cool. Ja. Aber jetzt habe ich was gesehen, was ich eben nicht gesehen habe. Alter Schwede, ich gehe direkt drauf los. Da ist es. Ich sehe es tatsächlich. Da ist nur eine kleine Schramme. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass wir die reingefahren haben während der Probefahrt. Nein. Aber grundsätzlich, Smart Repair macht es möglich. Ich denke mal, das machen wir auf jeden Fall weg. So gehört sich das einfach. Nenn mir eine Zahl, wo ich sage, das Auto ist voll im Rennen. Wir fassen das mal kurz zusammen. Ja. Wir haben die Steinschläge, wir haben die vier neuen Reifen, wir haben die Wartung. Das ist eigentlich meine Aufgabe, ne? Diese zusammenrechnen und einen Preis zu nennen. Wenn du das möchtest, gerne. Aber nee, mach weiter. Okay. Das hört sich wir gut sind an. Hinterher das gewesen bei 8.000 Euro, die wir dann irgendwo schon dir entgegenkommen. Das heißt, es ist ja kein Entgegenkommen, es ist ein Hübschmachen des Autos. Okay. Gehört auch ein bisschen zu unserer Aufgabe. Okay. Aber ich sag dir was, ich kann runtergehen von 124,9 auf 120 glatt. Inklusive aller dieser Sachen. Das Auto ist vollgetankt. Garantie machst du auch dazu. Die Garantie habe ich schon erwähnt. Dein Angebot ist mega. Dein Angebot ist mega. Eigentlich kann ich da nicht Nein sagen. Ja. Aber ich habe ein Budget und ich komme da beim besten Willen nicht hin. Kriegst das Auto für 108? Für 108? Ja. Nein, ich sag's jetzt einfach. Tut mir furchtbar leid. Ein Nein habe ich immer, ein Ja habe ich vielleicht. Ja, genau. Okay? Ja. 108. Also, 108 kriege ich leider nicht hin, wenn du überlegst, ich bin jetzt schon 15.000 Euro entgegengekommen. Wenn ich diese ganzen Summe an Aufwendungen, die ich habe, damit reinstecke, nochmal diese 5.000, die ich dir entgegengekommen bin, ich glaube, das ist genug. Ich muss passen, das Auto ist nicht in meinem Budget. Dann nehme ich die Hand zurück. Dann machen wir beim nächsten Deal. Auf jeden Fall, wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank. Jetzt in dem Fall hätte das super gepasst, von Lifestyle her, von Power her. 12-Zylinder, Luxus pur, Bentley, es hätte alles gepasst. Eine coole Farbkombination, also was sich von den anderen abhebt. Also mehr geht einfach nicht. Aber hier fehlt uns leider Budget. Und jetzt müssen wir weitersuchen. Ich bin jetzt auf dem Weg in der Nähe vom Nürburgring, da ist mein Kumpel Doug. Der hat einen Rolls-Royce Ghost stehen mit 92.000 Kilometer. Das Auto soll noch ca. 105.000 Euro kosten. Alles in Schwarz, eine gute Service-Historie, aber 92.000 Kilometer, das ist schon eine Hausnummer. Aber dass diese ganze Geschichte nicht so einfach wird, war ja uns schon von Anfang an klar. Und jetzt heißt es, ein Rolls-Royce mit 92.000 Kilometer und 10 Jahre alt, auf alles zu prüfen. Ich bin schon leider verkauft. Alles fit? Hi, grüß dich. Ja. Schön, dich wiederzusehen. Schön, dass du uns mal besuchst in der Eifel. Das ist ja genial. Das ist ein Black Series. Ein Black Series, ja. In NATO Oliv. Ja. Uni. Ne? Ja. Ganz selten die Farbe. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, hier ist so ein riesen Run auf diese Autos. Wer das Auto nicht innerhalb von 2 Tagen verkauft, ist ein schlechter Verkäufer. Hast du recht. Oder? Ich habe nur einen gebraucht. Wahnsinn. Aber ich bin da wegen dein Rolls-Royce Ghost in Onyx Black. Wir
Wir stehen hier vor einem Rolls-Royce Ghost in schwarz-schwarz mit 571 PS. Das Auto fährt von 0 auf 100 in 4,9 Sekunden, ist bei 250 Stundenkilometer abgeriegelt. Vor 10 Jahren hat das Auto ca. 320.000 Euro gekostet. Jetzt, 10 Jahre später und ca. 90.000 Kilometer weiter, soll das Auto immer noch 105.000 Euro kosten. Erzähl mir mal was über dein Auto. Was möchtest du wissen? Ist das foliert? Ja. Ist meine Haube foliert? Das ist klassisch Understatement. Das ist die Original-Aluminium-Haube okay. In Aluminium-Optik okay. In schwarz foliert. Gegenteil von dem, was alle anderen machen. Ja, genau. Weil das hat ja einen Aufpreis gehabt von ca. 12.000 Euro. Der Vorbesitzer wollte es halt in Black, wollte es halt schwarz und war sehr konsequent. Es ist eigentlich untypisch, dass man eine Aluhaube von Rolls-Royce foliert. Eigentlich ist es andersrum, wo man sagt, die Aluhaube ist mir zu teuer und zu anfällig. Ich klebe das dann in Alu-Optik. Ja, hier sieht man auch die Aluhaube, was ich mega schick finde. Ich hätte es nie foliert, aber okay. Die Felgen sind gedippt, oder? Genau, sind gedippt. Okay. Sollte nicht lackiert werden, hat der Vorbesitzer eben auch so gemacht, mit der Folie vorne auch. Die Haube ist ja auch nicht lackiert, sondern auch nur foliert, um eben einfach mal dieses Black-Design zu haben. Und wenn man keine Lust mehr drauf hat, wird es im Prinzip wieder original gemacht, im Original-Silberton. Dippen ist eine Art Folie, aber in flüssig, was dann lackiert wird als Folie. Was ich schön finde, ist, dass das Auto komplett schwarz ist, auch innen schwarz ist. Ja. Viele Kunden, die Erstbesitzer, die dann so ein Auto konfigurieren, sind ja sehr verspielt, weil du ja so viele Möglichkeiten hast. Und viele machen die Innenausstattung immer in hell oder in orange sogar und so weiter. Dass du komplett ein ganz schwarzes Auto hast, ist eher selten. Ja. Legendär, natürlich. Geheizten. Beheizt und Original Rolls-Royce. Lange nicht benutzt. Kostet ja auch 800 Euro, ne? Ich glaube inzwischen über 1.000. Ne? Über 1.000 sogar. Über 1.000 Euro für einen Regenschirm. Ja. Das aber muss echt versilberter Knopf. Ne? Achso, ist es so? Echt silberner Knopf. Okay. In Hamburg regnet es ja sehr oft, weißt du, ne? Steck mal da rein. Was hat die letzte Inspektion gekostet? Also ohne die Bremse, die hatten wir vorher schon separat gemacht, lag die Inspektion jetzt ungefähr bei 3.500. 3.500 Euro für eine Inspektion. Okay. Und wenn hier was kaputt geht, reden wir hier ab 5.000 Euro Schritte, oder? Ja, Ersatzteile sind schwierig zu bekommen. Genau. Und nicht günstig. Und was ich noch sehe, was locker 4.500 Euro kostet, ist was? Hast du es auch schon gesehen? Die Scheibe. Mein Steinschlag. Das stimmt. Das Problem ist eher ein anderes. Ja. Die Scheibe ist zurzeit nicht lieferbar. Oh. Sonst wäre sie schon getauscht. Ach so, tatsächlich? Ja, sie ist nicht lieferbar. Ach so, Wahnsinn. Ist nicht lieferbar. Es ist ja diese ganz besondere Scheibe mit dieser Chrombedampfung. Ja, genau, sehe ich gerade. Und ist zurzeit bei Rolls-Royce definitiv nicht lieferbar und ich warte drauf. Mhm. Auch beim letzten TÜV war die Scheibe schon defekt und mit der Bestätigung, dass Rolls-Royce sie nicht liefern konnte, hat es trotzdem mit TÜV abgenommen, weil er sagt, was sollt ihr tun? Normalerweise darfst du deine Frontscheibe nicht tönen, aber mit Dampftönen geht's. Bis zu einem bestimmten Grad und das ist ja ein EU-Fahrzeug und es wurde abgenommen und die Scheibe ist gerade nicht lieferbar und auch nicht definierbar, wann es lieferbar ist. Das heißt, warten oder eine normale Scheibe bestellen. Sollen wir los? Gerne. Okay. Darf ich? Super. Bitteschön. Hast du Originalschlüssel auch da? Ja. Das ist der Ersatzschlüssel. Ich habe beide, aber zum Probefahren nehme ich lieber den. Warum? Du weißt, wenn der eine runterfällt, was er kostet, oder? Was kostet der? 1,5 für den Schlüssel. Für den Schlüssel. Ey, das sind hier Preise, ne? Das ist unglaublich. Das Auto wirkt von außen gar nicht so, aber es ist gewaltig. Du schwebst über die Straße, ne? Das ist so geil. Also ich sag ja, selbst für ein Auto, was ja schon so alt ist, ne? Ja. Der Komfort ist absolut state of the art. Ja klar, absolut. Ja, klar. Der fährt sich leichtfüßig, ne? Das Lenkrad ist ganz leichtfüßig, ne? Ja. Das Auto fühlt sich leichtfüßig an. Wenn du das Ganze dir genau anschaust, nach 10 Jahren und knappe, also 92.000 Kilometer, ist die Verarbeitung immer noch super in Schuss. Ja. Ne? Also, das ist ja wirklich, wenn du jetzt nicht guckst, das Interieur könnte von einem Jahreswagen sein mit 10.000 Kilometern. Ne? Genau. Du hast keinen Verschleiß. Genau. Und meine, hier ist lackiertes Holz und lackierte Sachen und alles ist tipptopp. Das Auto hat ja dieses Ride Control schon damals drin gehabt. Das heißt, deine Karosse bleibt ja immer gerade auch in den Kurven. Ja. Und die Kurven sind hier nicht ohne. Ja. Ne? Wenn du hier mit einem normalen Fahrzeug oder mit einem Sportwagen reinfahren würdest, würdest du echt den hier machen. Ne?
Aber hier ist es echt einfach entspannt. Und aber es ist trotzdem unheimlich komfortabel, ne? Unheimlich. Es ist Champions League, das ist einfach so. Und da musst du mit leben. Und da kostet ein Regenschirm 1.000 Euro, da kostet ein Ersatzschlüssel oder Hauptschlüssel 1.500 Euro, da kostet ein Service 3.500 Euro, da kostet eine Frontscheibe 4.000 Euro, da kostet ein Satzbremse 3.000 Euro. Leb damit oder lass es. Ja, da vielen, vielen Dank, dass ich das Auto fahren durfte, dass ich auch hierher kommen konnte und das Auto natürlich auch überprüfen könnte. Okay? Sehr gerne. Das Einzige ist hier, man muss sich mal vorstellen, du kriegst für 105.000 Euro, also relativ wenig Geld in dem Segment, bei allem Respekt jetzt, ja, extrem viel Auto. Aber ich habe hier eine Sache, wo ich einfach sage, mein Kunde ist schon so am Limit, was sein Budget betrifft, wenn ich, er passt perfekt hier rein. Aber wenn ich ihm dieses Auto jetzt dahin stelle und übermorgen passiert irgendetwas, ist sein Budget ausgereizt. Wenn ich sein Budget jetzt so ausreize und hier bei dem Preis sage, okay, ich mache es, gehe ich ein Risiko ein, dass er eventuell, es muss ja nicht sein, aber man steckt da nie drin, ist 10 Jahre alt, ja, dass er vielleicht in 6 Monaten irgendeine Sache nicht beheben kann, dann steht das Auto. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen muss ich dieses Mal leider passen, aber nächstes Mal bin ich dabei. Okay. Danke dir, mein Lieber. Alles klar. Gehen wir noch einen Espresso trinken? Na klar. Super. Es ist extrem schwer, da jetzt ein Auto zu finden, was farblich sich abstrakt darstellt, dann noch eine super Historie hat, super Service-Historie hat, dann noch sauber ist, in dem Sinne kein Unfall, Kilometer müssen passen. Das ist extrem. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hamburg zu Nord-Ossi Automobile. Dort steht ein Maybach, ein S560 Maybach in Grau-Matt. Ich habe nur ein Problem. Das Auto liegt mit 112.000 Euro, 2.000 Euro über mein Budget. Ich muss das jetzt irgendwie schaffen, weil das auch ein verdammt cooles Auto für Dennis ist. Moin Hannes. Moin Hamid. Grüß dich. Hi. Ich bin da wegen euer Alanit Grau Magno. Magno steht immer für? Unsere Mattenlacke. Mattenlacke. Und dann natürlich, sag mal, was ist denn das? Ist das ein Maybach oder ein Mercedes? Das ist unsere S-Klasse, ja, in der Top-Ausstattung als Maybach-Variante. Hier stehen wir vor einem Mercedes S560 Maybach. Das Auto hat jetzt 57.000 Kilometer, ist von 2017. Das Auto hat einen Neupreis gehabt von ca. 200.000 Euro. Und jetzt 57.000 Kilometer weiter und 5 Jahre später soll das Auto immer noch 112.000 Euro kosten. Ich würde da sagen, matt ist immer schön, okay? Aber was gegen matt spricht, sind natürlich Steinschläge. Der hat jetzt ungefähr 50? Ja, 57.000 hat er. 57.000 Kilometer hat er drunter. Dass das Auto natürlich gefahren wird, viel auf der Autobahn gefahren wird und so weiter, ist mir klar. Die 1, 2, 3 Steinschläge, damit kann ich leben. Um die Frontschütze hier neu zu lackieren, ist es natürlich ein Riesenaufwand, weil findet man einen Lackierer, der die genaue Farbe hinbekommt. Absolut. Matt-Nachlackierung ist extrem schwer, weil du da keine Fehler machen kannst. Du kannst nichts verbessern mit Klarlack, du kannst nichts verbessern mit mal aufpolieren, Silikonloch wegpolieren. Das heißt, wenn nur ein bisschen Staub da ist, musst du wieder alles komplett neu lackieren. Es verzeiht dir gar keine Fehler. Okay, Hannes, dann mach mal den Motor einmal an, bitte. Jupp. Da ist er doch. Also der ist ziemlich ruhig, das ist ja das, worauf man achten muss. Dass er ruhig, dass er smooth läuft. Eigentlich kriegst du den Motor ja gar nicht kaputt. Absolut. Oder? Und hier ist so ein super Zettel immer drin. 22.03.2021 letzter Service. Ist demnächst fällig. Das kannst du ja schon mal so speichern. Herzstück eines Maybachs ist wo? Hinten rechts. Hinten rechts, Chefsitz. Alleine, wenn du hier reinschaust, hast du Luxus. Und das ist geil. Und wobei ich auch noch sagen muss, das ist ein 2017er Fahrzeug. Es ist 5 Jahre alt. Ja. Darf ich mich reinsetzen? Bitte. Danke. So. Und jetzt sind wir drin. Und das ist alleine, wie meine Stimme sich verändert. Es hallt jetzt so ein bisschen. Es ist so ein sicheres Gefühl. Und ich schaue nach vorne, gefühlte 2 Meter, 2,50 Meter. Das ist so weit weg.
die Bildschirme wirken jetzt ein bisschen klein. Das sind jetzt so die Kompromisse, die ich mitgehen muss. Ja. Okay? Sonst muss ich halt 130.000, 140.000 Euro mehr ausgeben, um den neuen zu holen. Auch die Verarbeitung ist super. Und dadurch, dass das Auto hinten ja das Piano-Lack hat, müssen wir auch hier drauf achten, ob hier irgendwelche Kratzer sind oder nicht. Weil Piano-Lack ist ja extremst anfällig. Ne? Darf ich das Auto Probe fahren? Gerne, klar. Ja, die Probefahrt erwarte ich eigentlich extrem ruhig, smooth. Ich will nichts außen hören, gar nichts. Ich teste alles aus, weil das Auto nicht mehr in Werksgarantie ist. Das heißt, es muss hier alles funktionieren. So, jetzt machen wir mal hier ein bisschen Geschwindigkeit. Es ist nichts, es hört sich alles, ist alles entspannt. Die Scheiben kann man 100% tönen. Also, der hat bestimmt so ein Magic Sky Control. Magic Sky Control, ja, weil die sind ziemlich blau. Die sind so blau, ne? Das stimmt. So, ja, jetzt siehst du, es Wahnsinn, ne? Ja, ja, das ist geile Technologie. Und das sind so Flüssigkristalle, ne? Genau. Die durch eine Spannung geordnet werden, ja, und dann eben transparenter werden. Und wenn man die Spannung wieder wegnimmt, dann legen sie sich wieder anders hin. Und die Sparfunktion, warte. Massagesitz Beifahrer. Der hat keine Massagesitze? Nein, echt jetzt? Alter. Du sitzt doch auch nicht vorne in dem Maybach. Das ist Luxus pur hier hinten. Und jetzt gehe ich natürlich in meine Liegeposition. Zack, das funktioniert auch. Weil da geht erstmal dein Frontsitz nach vorne. Kopfstütze muss ich jetzt runterklappen gleich. Ja, genau. Und dann bin ich jetzt gleich komplett in Liegeposition. Und das Schöne dabei ist, die Innenausstattung ist so edel. Und so ein Auto, wenn ich sehe, es sind quasi 6, 7 Stück nur im Netz zu sehen aktuell. Der weiß ganz genau, nimm oder nimm nicht, dann kommt der andere. Das Einzige, was gegen Hannes spricht in dem Fall, es wird nicht viele Maybach-Fans geben, die den in matt haben wollen. Und das wird gleich spannend, was die Preisverhandlung betrifft. Schönes Auto. Wie versprochen. Du hast echt ein klasse Auto, muss ich ehrlich sagen. Die Farbkombination, es passt einfach alles perfekt auf meinen Kunden. Okay? Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir zusammenkommen. Ich möchte hier nicht lange rumfalschen oder sonstiges, weil ich eh bei dir keine Chance habe. Okay? Sag mir jetzt, was die Kiste kostet. 112. Service machst du? Ja. Achtfachbereifung ist dabei. Ist es. 2 Jahre Garantie. 2 Jahre Garantie. 105. 105. Alter, 105 ist ein super Preis. Ja, für dich vielleicht. Unter 109 passiert nichts. Guck mal, zwischen 105 und 109 sind 4.000 Euro. Hälfte, Hälfte. 50-50. Komm, 107. 108,5. Und ein fröhlicher Kunde, du weißt es. Espresso auf dich? Geht los. 108. Warum? Komm. Dennis möchte eine Luxuslimousine und ich persönlich sehe einen Maybach auf der Straße viel seltener als ein Bentley oder als ein Rolls-Royce. So Dennis, es war echt nicht einfach, aber jetzt habe ich was gefunden. Ja. Und wenn du jetzt Nein sagst, dann weiß ich auch nicht, dann weiß ich auch nicht. Da steht das Ding, guck mal. Wenn ich meine Augen zumache und an dich denke, ja, bist du hier drin. Okay. Okay? Ich bin gespannt. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Bei 3, ja? 1, 2, 3. Holy shit. Mega krass. In matt. Das ist ja nicht alles. Der Kühlergrill, da steht ja schon mal was drauf. Ne? Ja. Maybach. Mega okay. Krass. Und jetzt machen wir mal. Der Herr. Bitteschön. Oh. First Class von. Das ist krass. Also First Class von, das heißt hinten Liegeposition. Du hast dein Entertainment. Du setzt dich hier rein, ja. Ich setz mich auf die andere Seite okay. Rein. Okay? Ja, komm. Ja. Was sagst du der Außenfarbe? Mega krass, matt Silber, das ist Lack, oder? Das ist Lack, ist nicht foliert. Der ist so wow. Ausgeliefert worden vom Werk. Habe ich noch nie gesehen so. Erste Hand, knapp 60.000 Kilometer. Also ich bin immer noch ja. 40.000 Kilometer unter deinem Mega. Ne, unter deinem Wunsch. Ja. Und wir sind auch budgettechnisch voll drin. Mega geil. Das Auto ist top. Ich freue mich. Mega super. Geil. Bist dabei? Auf jeden Fall. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Dein Schlüssel
Maybach? Ach, der Schlüssel, mega geil. Okay. Viel Spaß, mein Lieber. Danke dir. Wenn was ist, klingel durch. Mach ich. Ciao. Ciao. Hat euch dieses Video gefallen? Dann gebt uns ein Like, abonniert uns, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Hier kannst du dir die Folge von letzter Woche anschauen. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann interessiert dich bestimmt auch dieses Thema hier.